ihr noch nie einen Werwolf habt angeln sehen, ist das hier eure Chance. Ne? Unser guter Dakota ist hier fleißig am, ja, hoffentlich Fische fangen. Immerhin ist der Teich hier neu. Mal gucken, was er da schon Tolles rauszieht. Mensch, da hinten treibt ja das Leben. Alter, was war das denn für ein Auto? Ja, Angry erkundet hier gerade fleißig und munter den Hof. Bonita spielt mit ihrem Ball. Und ja, unsere gute Michelle ist im Garten, ne? Sie guckt hier gerade, was zu ernten ist und was nicht. Und das kriegt sie meines Erachtens auch ganz gut hin an der Stelle. Ja, mal gucken, wie weit wir hier noch kommen. Weil wir hatten ja einiges im Inventar, was wir noch anpflanzen wollten. Ich habe mittlerweile aber voll den Überblick verloren, was wir überhaupt haben. Von daher nutzen wir erst einmal das, was wir überhaupt haben. Frucht des Lebens. Können wir das pflanzen mit Michelle? Ich packe das mal bei Michelle ins Inventar. So, auch die Beeren hier. Ich packe mal alles bei Michelle rein. Weil Michelle ja hier schon immer unsere Queen war, was die Gartenarbeit betrifft. So, alles schön bei Michelle mit rein. Die Äpfel lasse ich mal hier. So, hier haben wir auch noch Mais. Ich überlege gerade, wo Dakota das alles her hat. Ich glaube, das hat er noch vom Garten bei den Zooms, als wir da ernten war. Kann das sein? Oh, Feuerwehruniform. Schick. Oh, Angry hatte Hunger. Ach, je. Okay. So, Maria ist mittlerweile auch hier oben komplett ausgeschlafen. Da müssen wir sie auf jeden Fall mal rausholen. Ja, hier, komm. Einmal eine Runde kuscheln. Angry ist ja soweit satt. Da sollte alles in Ordnung sein. So, Dakota hat seinen ersten Angelfähigkeitspunkt gegen Vampirkämpfen. Okay, wir haben ja Träume. Er hat jetzt in ein Aquarium setzen. Ja, da gehen wir mal lieber auf Aufwärmen hier. So, ich bin ja stolz, dass wir überhaupt den Punkt fertig haben. So, jetzt wird unser einziges Klo hier blockiert. Ich bin ja, ne, geschockt. So, Reste essen. Komm, wir gönnen uns mal die armen Ritter, obwohl zum Abendbrot können wir auch die Spaghetti essen. So, Michelle, wie sieht's aus hier? Kuscheln scheint bald zu laufen. Oh, wir wollen um den kuscheln. Wir wollen aber auch kitzeln. Okay, dann müssen wir erst kitzeln. Was sollen wir tun? Dann wird hier zuerst gekitzelt. Yay! Wir müssen uns ja hier irgendwie die Punkte erfüllen. Sonst wäre es irgendwie schlecht. So, Maria, hier, komm, nächste. Nochmal kuscheln. Los geht's. Oh, knuddel, knuddel, knuddel. Voll gut. So, und das nächste. Sehr schön. Jetzt wollen wir das Töpfchen benutzen. Mutti, lass uns mal runter. Wir dringend so, ne? Weißt du Bescheid. So, was kann Michelle in der Zwischenzeit machen? Michelle kann mal hier runter zum Klo rennen. Und selber mal auf die Toilette gehen. Wäre, glaube ich, eine ganz gute Option. So. Dann wechseln wir uns hier ganz gut ab. Und wir können dann gleich mal Maria ein bisschen nach hier krabbeln lassen. Dann können wir ihr noch was zu futtern geben. So, Michelle kann auch hier hochkommen. Einmal eine Runde rennen, bitte. Dann geht das alles ein bisschen schneller. So, dann können wir sie auch auf dem Boden füttern. Und hier mal das Töpfchen leer machen. Ach Leute, wir brauchen bald ein Kinderzimmer. Wir müssen hier gleich wieder ein bisschen einrichten. Und wir haben leider momentan nicht so wirklich viele Simoleons. Wir müssen gleich mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen, was zu verkaufen. Hat Dakota hier eigentlich irgendwas gefischt gehabt? War hier irgendwas Sinnvolles dabei? Nicht wirklich, ne? Doch, eine Erlitze hatten wir. Okay, gut, die bringt 5 Simoleons. Da packe ich die doch lieber in den Kühlschrank. Oh, schwierig. So, wir versuchen es dann mal hier mit auf die Toilette gehen und machen die dann auch gleich mal sauber. Dann könnten wir uns schon fast schlafen legen. So, Maria geht es super. Sie kann sich hier über gar nichts beschweren. Oh Gott, unser Vögelchen, das habe ich auch total vergessen. Da müssen wir auf jeden Fall mal Futter nachfüllen. Ich dachte auch gerade, das wäre schon dreckig gewesen. So, was ist mit Angry? Was braucht Angry? Schon wieder eine Flasche? Okay. Braucht Angry vielleicht einfach nur ein bisschen Zuneigung? Aber das Soziale ist ja auch voll. Hm, manchmal ist es komisch. Können wir schon pieseln? Nee, auch nicht. Hm. Komisch, komisch. Ja, gut. Angry, da können wir dir jetzt gerade aber auch nicht so viel weiterhelfen. Der Garten sieht soweit auch gut aus. Wir können ja mal hier bei Michelle gucken, ob wir irgendwas verkaufen können. Rauen haben wir ganz viel. Hier haben wir auch ganz viel Mais. Wo haben wir denn hier irgendwo eine Maispflanze, dass wir immer noch Mais kriegen? Hier haben wir die ganzen Bohnen. Hier haben wir eine Maispflanze. Okay, wisst ihr was? Dann verkaufen wir hier mal den Mais. Dann haben wir schon wieder ein paar Simoleons mehr. Das ist doch was. So, wir haben auch ganz viel Bienenwachs und der bringt relativ viel. Ein paar davon können wir ja mal verkaufen, damit wir uns das Kinderzimmer leisten können. Weil so viel Bienenwachs brauchen wir ja am Ende auch nicht. So, hier könnten wir mal ein paar Rezepte lesen. Das ist doch mal eine gute Idee. So, Ambrosia können wir auch noch nicht. Wir haben auch immer noch den Gin bei uns in der Tasche. So, Banane verkaufen wir mal hier 2. So. Switche. Haben wir das schon gelesen?
Ach nee, unsere Verkochfähigkeiten sind einfach nur zu niedrig. Supi. Hier haben wir von jeweils zwei. Ich weiß jetzt auch nicht, ob wir irgendwie was davon brauchen. Hier lohnt sich Verkaufen nicht so richtig. Okay, wir haben echt viele Äpfel, aber das ist ja auch immer Sinn der Sache. So, ich packe mal einen hier hin. Okay, vielleicht packe ich zwei hier hin. Das ist mir sonst zu wenig. So. Und dann verkaufen wir die restlichen mal. Blubbe die. Hier wieder ins Inventar. Okay, Leute, wir sortieren jetzt hier ein bisschen Inventar, wie ihr schon gemerkt habt. Ja, die hier verkaufen wir einfach auch mal. Und dann haben wir ja glatt schon ein paar. Oh, Mitternachtsbohne. Haben wir hier noch welche? Ja, perfekt. Haha. So, Mitternachtsbohnen sind ja ganz toll, was Money, betrifft. Und Kona hatten wir auch noch. Sehr schön. Na Mensch, da ist das Kinderzimmer ja schon fast drin. Ich bin begeistert. Wir brauchen hier auch unbedingt noch eine Alchemiestation, ne? Ist natürlich auch so Ding. So Ding. So ein Ding. Was ist hier mit der Zeitung passiert? Sieht die noch ganz aus? Ja, ne? Aber die können wir trotzdem mal dann recyceln, damit es hier auch so bleibt. So, Dakota ist jetzt ewig dieses Netz nicht losgeworden. Ich glaube, er hat einfach immer noch Panik, dass gleich die Stiche wiederkommen. Wir könnten uns rein theoretisch auch mal zurückverwandeln. Mond anheulen. Ja, wir können ja mal den Mond anheulen. Komm, wir heulen gleich mal den Mond an. Das wollen wir hier eigentlich ein Pferd adoptieren. Gute Idee an der Stelle. Aber ich glaube, wir müssen uns hier noch ein bisschen einfuchsen, bevor wir gleich das nächste Pferd adoptieren. So, jetzt haben wir uns zurückverwandelt. Jetzt versuchen wir es nochmal mit dem Futter. Das sieht doch ganz gut aus. So, wir wollen vor 6 Uhr angeln. Das heißt aber, es muss, glaube ich, erst 0 Uhr werden, bevor wir es überhaupt können. Ah, das heißt, wir können rein theoretisch mal schlafen zwischendurch. Das machen wir einfach mal. Und dann sollte das, glaube ich, ganz gut funktionieren. Wie sieht es hier mit dem Rezept aus? Maria wollte auch immer noch nicht älter werden. Das ist ja schon mal auch nicht schlecht. So. Dann versuchen wir das auch mal noch so lange wie möglich rauszuzögern. So, hier hinten müssen wir auch mal dringend das Katzenklo sauber machen. So, jetzt wird Maria aber älter. Hallo Maria, du kleines süßes Ding, du. Du wirst jetzt ein Kind. Ja, wir freuen uns. Da klatscht sie schon selber in die Hände. Maria, Maria. Purzeltag. Hui. So, das sieht irgendwie ein bisschen schmerzhaft aus. Da du bei der Erziehung Höchstleistung verbracht hast, darfst du nun ein Merkmal wählen. Ja, gut, wir dürfen doch ein Merkmal wählen. Ha, und da ich im Voraus aufnehme, konnte ich nicht auf eure Kommentare reagieren. Okay, jetzt muss ich selber mit euch überlegen, was machen wir da am besten. Ich fände ja auch Computerfreak ganz lustig. Also jetzt irgendwie so ein komplettes Gegenteil von Michelle oder so. Aber vielleicht wäre tapfer auch nicht schlecht, weil Dakota ja mittlerweile Feuerwehrmann ist. Wäre tapfer vielleicht cool? Ich glaube, tapfer ist cool. Das finde ich gerade irgendwie ganz gut. So, Maria ist mittlerweile ein Kind. Das heißt, sie braucht auch ein anderes Zimmer. Hausaufgaben sind nun auch nötig. Wir haben Wünsche. Ist doch wunderbar. So, wir können hier gleich mal die Dusche einweihen und gucken, wie das so wird. Und, ja, wir haben jetzt hier das große Zimmer. Da könnten wir rein theoretisch glatt mal ihr Kinderzimmer einrichten. So, wir wollen hier auch noch Leckerlis verteilen. Und wir müssen das Vögelchen loswerden. Das heißt, Kratzbaum kommt mal hier weg an der Stelle. Vögelchen kommt hier in die Ecke. So, und den Kratzbaum, den können wir mal hier unten ins Sportzimmer stellen, oder? Obwohl, hier im Wohnzimmer hätten wir eigentlich auch noch genug Platz. Hier so vors Fenster. Ist doch hübsch. Können wir das einfach nur so ein bisschen nach hier packen? Okay, wartet mal, wir nehmen mal Move Objects. Das wird uns schon helfen, hoffe ich. So, hier so vors Fenster fände ich gut. Dann würde ich jetzt gerne hier noch ein bisschen die Farbe anpassen, dass wir vielleicht so ein bisschen mehr in das Grün gehen. So, vielleicht. Denn doch eher so, oder? Obwohl Rosa auch nicht schlecht wäre, aber wir nehmen jetzt einfach mal das Grün, ne? Wir sind da jetzt mal nicht so. Ah, das Katzenklo, das lassen wir einfach mal weiter hier drin, obwohl wir es auch hier ins Dings stellen könnten. Ich stelle es mal hier so ein bisschen zurück. So, dalle. Und dann gehen wir hier farbmäßig mal auch so ein bisschen aufs Badezimmer ein. Dann lassen wir das erstmal dastehen. Ich kann das auch noch hier irgendwie zwischenquetschen. Mal gucken, dann ist aber der Raum hier erst einmal fertig. Ich wollte gerade noch mal schnell eine günstige Lampe besorgen. Ich glaube, da ist die ganz gut. Die haben wir ja auch hier überall. Habe ich die hier eingefärbt gehabt? Ich weiß es nicht. Nö. Aber gut.
oder? Ist das einfach nur so ein Metallton? Ich glaube, es ist so ein Metallton, ne? Naja, gut, soweit, so schön. Ah, im Flur haben wir auch noch kein Licht, geschweige denn eine Wandfarbe. Das ist irgendwie ein bisschen schwierig. Haben wir irgendwas im Inventar? Nein. Ich dachte, wir haben vielleicht irgendwas Hilfreiches, aber leider nicht. Dann schauen wir hier mal zu den Wandbelegen. Einfach nur irgendwie was Schönes, Günstiges. Ich fände ja das hier gar nicht so schlecht. Gibt sich auch noch mal ein bisschen von den anderen ab. Gehen wir einfach mal nur zu Verschiedenes. Dann können wir das hier ganz gut umgestalten. So. Hier hatten wir so einen Rosaton, aber wir hatten gerade hier schon so eine Auswahl von Braun. Das fand ich jetzt auch gar nicht so schlecht. Einfach nur so ein bisschen getüncht. Ja. Finde ich ganz gut. So, dann haben wir hier wenigstens den Flur. Dann sieht das nicht mehr ganz so schlimm aus. Dann schnappen wir uns dazu auch noch mal eine Lampe. Hätte ich eigentlich gerne eine Wandlampe. Dann haben wir da wenigstens gleichzeitig noch ein bisschen Dekoration. Die Frage ist, ob mir das optisch dann so gefällt. Ja. Ist die Frage. Ich habe Move Objects immer noch an. Das ist blöd. Flubbedi. Ich will jetzt auch nicht sehen, was schon wieder so teuer ist, weil jetzt sind wir hier schon wieder bei 125. Das ist mir definitiv zu viel. Und das ist mir nicht alt genug. Und das ist mir eher wie draußen. Und schwierig. Vielleicht eher so. Ich bin mir hier noch sehr unsicher. Vielleicht doch lieber einfach nur eine Deckenleuchte. Wie sieht das hier aus? Eigentlich ganz nett. So. Vom Stil her gucken wir einfach mal, ob wir das einfärben können dementsprechend. Gehen wir auf Verschiedenes. So. Okay, es bleibt blau, aber das finde ich gar nicht mal so verkehrt. So. Dann haben wir hier zwei Leuchter und von Preis her ging das auch noch. Sehr schön. So, den Napf, den packe ich mir jetzt auch mal in blau. Dann harmoniert das hier hoffentlich ganz gut. So. Bisschen heller. So, dalle. Dann ist das doch schon mal ganz nett. So, jetzt widmen wir uns aber dem Kinderzimmer. Jetzt wissen wir wenigstens auch noch, wie viel Budget wir dafür am Ende haben. Ich mag ja hier immer gern diese rauen Teppiche. Gerade für ein Kinderzimmer finde ich das ganz schick. So, jetzt muss ich mal von hier unten gucken, weil ich hier gerade die Decke rausgenommen habe. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Ja gut. Das hat mir jetzt einfach gar nichts gebracht. Es ist günstiger, einfach den Boden neu zu verlegen. sehr traurig. Das läuft nämlich genau aufs selbe hinaus. So, aber wenn ich jetzt von unten gucke, bleibt es doch so, oder? Ich habe doch nichts rausgenommen. Sehr schön. Manchmal ist es schwierig, sage ich euch. So, was hatten wir denn hier drüben für eine Wandfarbe genommen? Ach, da hatten wir mit den Tönen gespielt. Aber ganz ehrlich, ich finde das immer noch gut. Ich hätte das gerne wieder. Ich fand das schön. So, machen wir jetzt aber mal hier an die Ecke. So, dann kommt da die Extra-Tapete. Und dann ist das ganz nett. Haben wir hier denselben Teppich drin? Hatte ich da dieselbe Idee? Ich weiß es nicht. es muss schnell gehen, Billiglösung. Traurig. Was haben wir denn für Beleuchtungen hier? Ich würde jetzt gerne mal auf die Wandlampe jetzt... Oh, ist das süß. Ich hätte es da gern. Okay, wir versuchen es mit Move Objects. Dann kriege ich es da vielleicht hin. Ja, genau da an die Kante wollte ich es. Oh, voll niedlich. Hihi. Kleines süßes Nachtlicht. Wir bräuchten jetzt aber noch ein bisschen größeres Licht. Da finde ich das hier zum Lesen eigentlich echt cool, diese Ausziehleuchte. Hier so ein bisschen tiefer. Da könnten wir jetzt hier das Bett hinstellen. Mal gucken, was wir da nehmen. Scheiße, sie kriegt ein Knastbett. Okay, wir müssen gucken, ob wir noch irgendwas verkaufen können. Ich will nicht, dass sie ein Knastbett kriegt. Das ist voll traurig. Okay, wir versuchen es hier nochmal mit ein bisschen Honig verkaufen. So, ich weiß nicht, inwieweit das schon für nicht das Knastbett reicht, aber wir lassen uns überraschen. So, wir könnten ja ein paar Tränke verkaufen. Vielleicht bringt uns das ja was.
Abgefüllte Verwünschung des Lykaners. Okay, das behalten wir mal lieber. Fähigkeitenverbesserer, Fiole der Erleuchtung, starker Fähigkeitenverbesserer, Fiole voll starker Freude. Okay, Fiole voll starker Freude. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Aber hat jetzt auch nicht so viel gebracht, leider. Belebendes Elixier, Fläschchen voll Schlaf. Okay, es bringt auch gefühlt gar nichts, aber andererseits brauchen wir es auch nicht. Vampirischer Sonnenschutz, Heile-Elixier, Essenz der Magie, das sind alles ganz nette Elixiere, so, ne? Die will man nicht unbedingt verkaufen. So, gelber Saphir. Oder goldener? Nee, gelber. So, was haben wir hier? Was ist das? Gold, okay. Gut, aber rein theoretisch, wie viel bringt uns die Äpfel? 604. Das ist ja natürlich jetzt nicht unübel. Kleiner Meteorstein, der bringt uns jetzt nicht wirklich was. Hier haben wir noch Eisen. Der bringt uns auch nichts. Wir haben noch ein Auto und eine Kartoffel. Wow, und Frucht des Lebens 4. Ich würde sagen, wir verkaufen mal 2. Dann haben wir da auch schon gut was raus. Pfirsiche bringen uns auch nicht so viel. Das sind die Karotten. Ja gut, und den Saphir können wir mal noch verkaufen an der Stelle. In der Hoffnung, wir brauchen ihn nicht unbedingt. So, nächster Versuch. Wir versuchen es mit einem Bett. Okay, unsere Auswahl ist minimal größer geworden. Aber in jedem Fall schon mal größer. Das ist doch was. So, und das Bett finde ich hier auch schon mal gar nicht so schlecht. Das ist besser als nichts oder was Schlechteres. Von daher nehmen wir das erstmal und ja, versuchen das einfach mal noch einzufärben. Ha, ich finde das Grün eigentlich gar nicht so schlecht, aber fürs Zimmer passt es halt gerade leider nicht so gut. Und hier hätte ich auch gerne Holz gehabt, aber lieber ein anderes. Ich mag das eigentlich ganz gerne. Können wir das Zimmer ja mal in der Farbe machen. Passt auch vom Farbton her ganz gut. Oder? So, oh, schaut mal, hier steht noch der Trank rum. Ciao, Trank. Ist voll gut. Haben wir hier noch irgendwo was hier wieder sich abgebildet hat? Nichts zu sehen an der Stelle. Die Zeitung liegt hier immer noch rum. Aber soweit so gut. Wir haben erstmal ein Bett. Ich bin stolz auf uns. Gott, wir sind voll die Rahmen. Ein Zimmer in eine Kröte verwandeln. Wir wollen... mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich bin gespannt. So, hier wird geschlafen, hier wird geduscht und dann können wir rein theoretisch wieder schlafen. Mal gucken, wie das läuft. Obwohl, wir könnten uns auch noch umstylen, aber ich glaube, das sprengt den Rahmen dieser Folge. Das müssen wir vielleicht in der nächsten machen. Ohne Witz, wir hätten ja auch noch ein Kinderzimmer verkaufen können. Das fällt mir jetzt erst auf. Wartet mal, wir packen mal hier so ein paar Sachen rüber, damit das nicht ganz so leer aussieht. Ist ja sonst ein bisschen traurig hier mit dem Kinderzimmer. Oh, Menno, tut mir voll leid. So, da ein bisschen hin. Das brauchen wir alles nicht mehr. Das kann einfach mal hier so drin bleiben. Oder? Dann sieht das schon mal ganz hübsch aus. Eine Lampe. Na gut, komm, lass mal hier drin. Aber so weit, so gut ist es doch schon mal nicht völlig verloren hier. So, hier noch den Hasen mit hin. Schaut mal, ist schon ein schöneres Kinderzimmer. Das könnte viel schlimmer sein. Oh, unser kleines Häschen. Hilfe. So, Vögelchen. Müssen wir Vögelchen noch sauber machen? Alles gut soweit, sehr schön. Maria kann dann schlafen gehen. Dakota schläft bereits und wir lesen hier immer noch unser Rezept. Das haben wir jetzt gelernt, sehr schön. Wir können jetzt einen gefüllten Truthahn machen. Dann bringen wir mal die Heizung, wollte ich schon sagen. Genau, es läuft hier einfach super. Die Zeitung weg. Und machen noch das Katzenklo sauber. Aber es fügt sich jetzt eigentlich ganz gut hier im Bad ein. Ne? Jetzt ist das Bad auch vom Platz her irgendwie gefühlt besser genutzt. Finde ich zumindest. So, Quietschi geht es soweit ganz gut. Quietschi würde aber gerne auch Michelle eine Runde beschnüffeln. Weißt du was, Quietschi, dann steh mal auf und wir schicken Michelle mal hierher. Die Idee finde ich ganz gut. So, und dann kannst du sie glatt mal beschnüffeln. Dann schlagen wir hier 2 Fliegen mit einer Klappe und anfauchen kannst du sie meinetwegen dann auch noch gleich. Dann passt das doch ganz gut. So, anfauchen machen wir gleich noch hinterher. Können wir aber nur unter gemein, das ist natürlich schlecht, aber... So, erfüllen wir uns den Wunsch. So, Michelle kann dir auch teilweise auch noch ein Leckerchen geben. Das ist ja auch nicht schlecht. So, Moment, wir können auch ausschimpfen fürs Aggressivsein. Sehr gut. Danach gibt es ein Leckerchen. Sehr schön. Dann bürsten wir noch eine Runde. Das läuft doch ganz gut. So, hier wird auch noch der Wunsch gehegt, angeln zu lernen. Den Kurs besuchen wir nicht gleich. Die Alchemiestation, finde ich, ist eine super Idee. Und Angry das Fläschchen geben auch.
Dann nehmen wir jetzt mal den Blumentopf weg. Ordnen wir das einfach mal so. Dakota müssen wir dann bald losschicken, angeln. So, mit Quietschi haben wir alles gemacht. Dann können wir uns jetzt mal was zu Abend gönnen. Hier, Reste essen. Passt Sandwiches. Komm, zum Abend sind Sandwiches doch noch völlig okay für den Magen. Oh, es ist ein Waschbär. Wir haben einen Waschbär. Wir haben einen Waschbär. Dun, dun. Wir haben einen Waschbär. Waschbär. Wow. Waschbär Action. Wow. Waschbär Action. Wow. Waschbär Action. Okay, manchmal habe ich einen Schaden, aber wir hatten eine Waschbär Action. Ist das nicht toll? Ja gut, aber damit muss diese Folge jetzt auch leider enden. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen, dass wir uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wiedersehen. Oh Gott, Quietschi hängt schon wieder im Klo. Und ja, dann macht's gut, macht's besser und bis dann.